So, Lieben, heute stelle ich mich einer besonderen Herausforderung. Und zwar will ich heute mal zum Bodyfly. Und ob das wirklich was ist für Firmen-Events oder doch am Ende nur was für kleine Privatausflüge mal am Wochenende, das will ich heute am eigenen Leib mal testen. Also dann sage ich mal, viel Spaß bei Sascha Heide in Gefahr. So, ich befinde mich hier am Eingang. Bin ein bisschen außer Atem, schon ein bisschen aufgeregt, weil jetzt geht's gleich los. 17 Meter hoch ist die Säule und über 4 Meter breit oder im Durchmesser. Und da will ich heute mal das Fliegen lernen. Ich bin ganz gespannt, jetzt schauen wir mal rein. Anmeldung, wie alles so funktioniert, zeige ich euch in diesem lustigen Video. Dann kommt einfach mal mit. So, ich bin hier drinnen gerade angekommen, werfen gleich mal einen Blick in die Empfangshalle. Hier ist quasi vorne die Rezeption, kleiner Bereich. Und hier drinnen seht ihr schon den Windkanal, wo der Instructor seinen Schülern was erzählt. Können wir es live mal schauen? Kleine Lounge, also so macht das erstmal hier einen super netten Eindruck. Was mache ich genau? Also es gibt jetzt demnächst erstmal eine Einweisung. Die Instruktoren erzählen genau, worauf wir uns achten. Man kriegt man die ganze Einkleidung mit allem drum und dran. Und ich habe dann heute 4 Minuten Flug gebucht. Und da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, Sie sagen selber, es ist für jeden Mann machbar. Also ich bin jetzt nicht mehr 20, aber auch noch lange nicht 60. Sportlich würde ich mal sagen, ja, geht so einigermaßen, mach schon ein bisschen was. Und ich würde sagen, ich bin sowas von super Durchschnitt. Wenn ich es kann, dann können es alle. Ja, schauen wir mal, was jetzt hier weitergeht. Aber der erste Eindruck, muss ich schon mal sagen, macht von dieser Anlage hier in Berlin, klasse Eindruck. So, bevor es losgeht, muss man sich erstmal anständig registrieren. Das heißt natürlich die ganzen Daten erstmal eintragen, dass man erstmal schauen kann, wer ist denn eigentlich dabei. So, jetzt wurde die Gruppe aufgerufen. Jetzt geht's, glaube ich, zur Einweisung. Hier fliegen schon die ersten Profis. Das sind mal Profis, 100%. Also ich kriege schon ein bisschen Bammel. Na, schauen wir mal. Haben wir alle? Ja, ich komme mal mit. Also nochmal herzlich willkommen bei Windelbona. Ich bin Marc, euer Instruktor und gehe mit euch heute fliegen. Ich begleite euch also bei eurem Flugerlebnis. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen schon mal im Wind? So, wir hatten jetzt 10-minütige Einweisung mit Marc, der uns mal ganz kurz gezeigt hat hier. Mal ganz kurz Probe liegen und jetzt bekommen wir unser Equipment und dann geht es schon langsam los. Bin ein bisschen aufgeregt, mal schauen, wie ich mich mache, aber ich gebe alles. Auf zum Equipment. So, Aufregung steigt langsam. Passt ja hier was drin. So, die Gruppe ist bereit. Es geht langsam los. Ich habe Ohrstöpsel drin, eine Brille auf. Das ganze Equipment. Gleich geht es hier rein. Wir haben also Einweisung. Alles ist passiert. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Das war mein Flug. Ich bin noch total geflasht, voller Adrenalin. Das ist wirklich der Wahnsinn, muss ich sagen. Also
sagen wir 2 Minuten, reichen auch vollkommen aus. Ich habe im Vorfeld gedacht, 4 Minuten wären kurz, aber mir reicht total. Ich bin noch total. Ich will jetzt den Film erstmal selbst nochmal in Ruhe anschauen, ein bisschen gucken, wie ich wieder gemacht habe, ob das einigermaßen anständig aussah, ob das wirklich so Anfänger-like ist. Und jetzt ziehe ich erstmal ganz kleine Sachen aus, dann machen wir nochmal hier ein kleines Fazit. Ich bin das nochmal ganz kurz hier. Ich muss jetzt mal durchatmen. So, ich hab's. Mein eigenes Diplom. Also, Zeit für ein kleines Fazit. Für mich persönlich absolutes Highlight. Hat mir richtig Spaß gemacht, die 4 Minuten hier zu fliegen. Das sind 2x2 Minuten. Privat, jederzeit würde ich das wieder machen. Ich glaube, so beim 2., 3. Mal kriegt man so richtig die Stabilität. Jetzt mein Fazit für Firmen-Events. Ich kann es mir sehr gut vorstellen für kleine Team-Events oder für Rahmenprogramme in Berlin. Wenn man sagt, man hat einen Nachmittag Zeit, verschiedene Rahmenprogramme, weil man braucht schon ungefähr 2 Stunden, besser man einfach 3 Stunden Zeit, das Ganze in Ruhe zu machen. Man kann das auch schnell machen und sagt, okay, 1 Stunde rein, zack, 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 mit der geschlossenen Gruppe. Aber ich würde auf jeden Fall mal so 1-2 Stunden, also ganz relaxtes, hier mal einplanen. Hier ist auch eine Bar, es ist ein Café, ist alles drin, ein großer Tisch. Also ich würde mal sagen, für Gruppen bis 20, 25 Personen ideal kann man machen. Bis dahin, also, tut mir leid, ich gehe jetzt vor, melde mich wieder an und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.